Fußnote anfügen. Es wird gerne, zwei Dinge werden gerne behauptet, die vollkommen falsch sind. Erstens, Kinder sind ja so kreativ und Erwachsene sind ja so unkreativ und wir müssen mit irgendwelchen Kreativitätstechniken die armen Erwachsenen dazu zu kriegen, wieder kreativ zu werden, wie sie einst als Kinder waren. Habe ich auch 15 Jahre erzählt, den Scheiß. So. Tatsache ist, dass Kinder gar nicht kreativ sind. Sondern was heißt Kreativität? Was heißt Intelligenz? Intelligenz und Kreativität heißt, dass ich eine Idee entwickeln kann, wenn eine Fragestellung oder ein Problem im Raum steht. Um eine Idee zu entwickeln, brauche ich Mücken. Nicht wahr? Wann ich da nichts habe zur Kryptomnesie, kann ich keine brillanten Ideen entwickeln. Weder kann ich intelligent wirken, noch kreativ. Weil ich ja da nichts habe, keine Fäden im Netz, mit denen ich spielen kann. Wenn ich aber welche habe, dann kann ich intelligent und oder kreativ. Kreativ heißt ja nur, dass ich Fäden miteinander verbinde, die vorher in der Form nicht verbunden worden waren. Das ist ja das Kreative. Das heißt, ich verletze Regel 128a. Dazu muss ich die aber kennen. Und je älter wir werden, desto mehr Regeln haben wir im Kopf. Um Erfahrungswerte, das kommt meistens gepaart mit dem. Der Apfel und die Birne sind eben oft verbunden. Und der Apfel und der Pferdeapfel können auch verbunden werden. Aber die Birne und der Pferdeapfel schon eher weniger. Und wenn es das Kind was sagt, was gegen diese Regeln geht, scheint das kreativ zu sein. Aber nur im Kopf des Erwachsenen, der die Regel kennt. Die das Kind deswegen nicht verletzt, weil es sie gar nicht kannte. Ich habe früher als Beispiel für kindliche Kreativität erzählt, da war ich vor, was weiß ich, 1900. Ende 72 kam ich aus Amerika, 73, 74, 75. Also 75 saß ich in München bei einer Familie im Wohnzimmer. Wir Erwachsene unterhielten uns. Im Nebenzimmer war ein Kindergeburtstag zugange. Die 4-Jährige hatte Geburtstag. Die 13-Jährige beaufsichtigte den Kindergeburtstag, ganz die Erwachsene. Und jetzt kam ein 4-jähriges Kind mehr, als man geplant hatte. Jetzt kann man bei 4-Jährigen ja schlecht Kärtchen schreiben, nicht respondez, s'il vous plaît. Also kam ein Kind zu viel. Die 4-Jährige resolut raus, guckt sich um, sieht den großen Papierkorb. Damals kamen erstmals diese stabilen Plastikpapierkörbe auf. Davor waren die eher geflochten oder so ähnlich. Nimmt den, der stand bei der Türe, nicht, der sollte runtergetragen werden. Resolut stülpt sie ihn um. Alles am Boden, rennt damit ins Kinderzimmer, Kissen drauf, hat einen Sitz. Das habe ich immer als Beispiel für kindliche Kreativität erzählt. Dann kommt die Mutter nach, wie von der Tarantel gestochen, rast wieder raus, ich denke, sprennt und renne hinterher. Und die Mutter, können sich vorstellen, dass du mir nie wieder. Und hier lernt das Kind Regel 128a, Papierkörbe nur andersrum und nur zum Reintun und keinesfalls zum Sitzen. Und so lernen wir die Regeln. Und davor haben wir sie nicht gebrochen, weil wir sie gar nicht kannten. Und deswegen ist diese kindliche Kreativität ein Mythos. So, und der zweite Mythos ist, dass es ein Unterschied gäbe im Sinne von, man kann intelligent reagieren und dann gibt es die Kreativen und das Kreative hat mit Wissen eigentlich weniger zu tun. Das ist natürlich genau derselbe Quatsch, wenn Sie keine Mücken haben, können Sie nicht intelligente neue Kombinationen daherbringen. Also Kreativität hängt von Wissen ab. Und ich kenne viele sogenannte Kreative, die so gut wie überhaupt kein Allgemeinwissen haben. Halten sich für wahnsinnig kreativ. Die meinen dann, wenn sie lila Punkt da hinsetzen, wo davor eine rote Strich gewesen war, dann sind sie wahnsinnig kreativ. Ja, so.